Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist Zeit für eine Runde Nightbanes, das Collectible Card Game. Ja, und es gibt wieder ein neues Update. Es gibt nämlich den neuen Raid und ich zeige euch hier mal das Bild. Chronicles of Blood, Nightbanes, neuer Raid. Der neue Raid Tiefenkrabblerhöhlen ist ab jetzt spielbar. Und da gibt es natürlich auch drei Karten dazu, die ich euch genauer erkläre oder vorstelle in meinem anderen Video, in meiner normalen Reihe. Ich halte jetzt hier nochmal kurz drauf, wenn ihr das sehen wollt. Klickt einfach auf Pause und lest es euch durch, was euch da erwartet. Falls ihr noch nicht zu den Menschen gehört, die Nightbanes spielen, kann ich nur sagen, sowas aber auch. Also wirklich, guck mal, das Spiel ist free to play, das kostet wirklich nichts. Und ihr seht ja, wie weit ich mit meinem Free-to-Play hier schon gekommen bin und da steckt wirklich kein Cent Geld drin. Also es wird keiner gezwungen, hier Geld reinzustecken. Ihr seht, man kann es. Klar, ich kann mir jetzt natürlich hier diese Karten nicht kaufen, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe mir die mit meinem normalen, mit meinem anderen auch nicht gekauft, weil ich finde die nicht so... ja, die sind, der eine oder andere finden sie bestimmt gut, zu denen passen sie vielleicht ins Deck, aber ich bin halt, ja... anders wie alle. Ich bin Grossi, ich bin anders. Ja, dann gehen wir doch mal in den Raid-Bereich und schauen mal. Da kann ich schon mal eine Belohnung abholen. Ich weiß gar nicht, habe ich da gestern schon gespielt. Ja, guck mal, fünf Dinge kriege ich. Und jetzt gehen wir nochmal in den ersten Bereich. Da gibt es auch eine Belohnung. Jawohl. Noch mal zwei. Okay, dann machen wir erstmal. Also, stoppidoppi. Dann machen wir erstmal, da haben wir gestern gemacht, so, dann zeige ich euch jetzt auch hier erstmal Tiefenkrabbler Brutkönigin, was natürlich schade ist, es wäre schön, wenn jetzt der Boss besiegt wäre, so als Tipp, wenn vielleicht, dass die Entwickler mal sehen, wenn ihr euch das anguckt, was haltet ihr denn von der Idee, wenn ihr das so macht, dass wenn der hier jetzt besiegt ist, dass man zwar jetzt hier, dass man gegen den noch kämpfen kann. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Man kann trotzdem, jetzt könnte ich noch gegen den kämpfen, aber ohne Belohnung. Ne, das wäre jetzt so für mein Video, wäre das gut, dann könnte ich jetzt den nochmal ankämpfen, könnte nochmal zeigen, wie es ist. Auch wenn ich dann weiß, ich würde keine Punkte mehr kriegen oder wenn man wenigstens Punkte oder wenigstens nur die Hälfte an Punkte kriegen würde, wäre doch eigentlich auch mal eine Idee, wäre doch auch mal eine Maßnahme. Könnt ihr euch ja mal durch den Kopf gehen lassen. So, jetzt Tiefenkrabbler Brutkönigin. Gucken wir doch mal. Die habe ich eben schon mit einem anderen gespielt und kann euch sagen, die hat es in sich. Denn die kann einmal aufwiegeln, erhöht die Wut aller deiner Kreaturen um 1, dann anstacheln, erhöht die momentane Blutlust aller deine inaktiven Kreaturen um 1 und junge Tiefenkrabbler beschwört einmal die Karte junge Tiefenkrabbler. Also die hat es definitiv in sich. Und das ist ein ganz, ganz hartes Stück Brot. Und ich hoffe, dass ich mit dem Artefakt, was ich da jetzt gespielt habe, irgendwie eine Chance gegen habe. Gucken wir mal, wenn mein Artefakt gute Arbeit leistet. Aber ihr seht schon, sieht nicht gut aus. Es sieht nicht gut aus. Es sieht genauso aus wie eben mit dem anderen auch. So, dann nächste Runde. Also der erste war definitiv leichter. Definitiv. Definitiv. So, dann kommt der noch dabei. Aber jetzt bin ich ja schon gleich so gut wie erledigt. Jetzt muss ich mal mein Reittier ausspielen. Aber das hilft mir auch nicht mehr lange über den Tag. Wie ihr seht, ne? Das geht auch nicht mehr lang gut. Das war's schon, ja. Schon gelaufen, die ganze Sache. So, nehmen wir erstmal den. Jetzt nehmen wir den hier. Der noch dazu. Autsch. Bin ich wieder gleich kaputt. Hab schon wieder keine Chance jetzt. Da sollte ich vielleicht einen anderen Lord nehmen. Aber gut, ich lasse jetzt mal für dieses Video, lasse ich es mal bei dem. Und vor allen Dingen auch welche, die schneller was tun, ne?
und dir vielleicht auch wieder diese kleinen Giftdinge rausholen, die dem Giftschaden widerstehen können. Das wäre natürlich auch eine gute Idee. Ja, also da ist am Deck noch Handlungsbedarf, wie ihr seht. Aber definitiv jede Menge davon. So, hauen wir den erstmal raus. Jetzt nehmen wir unseren Reitgetiers-Gedöns. Jetzt nochmal unser Heilungsartefakt. Ah, hat schon nichts mehr gebracht. Okay. Ah, das könnte jetzt vielleicht mal was werden. Jetzt nehmen wir noch hier unser den dahin. Das könnte unter Umständen jetzt mal funktionieren. Oh, arschknapp, ne? Ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war's. Schade. Schade. Habe gedacht, das könnte vielleicht hinhauen, aber hat's dann nicht. Nehmen wir mal den hier. Super, der ist schon tot. Der ist schon kaputt, bevor er überhaupt was gemacht hat. Der auch. Probieren wir noch eine Runde. Probieren geht über studieren, ne? Wie man so schön sagt. Jetzt muss ich gleich mein Hotte Hüs rausholen hier. Schon zu spät gewesen fürs Hotte Hü. Uiuiuiuiui, kann man da nur sagen. Noch lebe ich, aber das hält nicht lange an. Das war schon. Ja. Also das funktioniert mit dem auf jeden Fall nicht. Dann gehe ich lieber hier rein und mache. Achso. Wie? Schon all? Echt? Was ist denn los? Raids? Was kostet das, wenn ich da durchgehe? Energiekosten 35. Und schon all? Das war aber jetzt aber ein ganz schnelles ein solches. Ne? Puh. Donnerwetter. Gehen wir nochmal in den Deck-Editor. Und schauen doch mal, was wir da eventuell für Alternativen haben. Ne? Also wir haben da unser Lykaner-Set, was uns dann gar nichts bringt. Unser Anti-Vampir-Deck. Der bringt uns was, weil der verhindert den erlittenen Schaden durch Gift. So, der kann nach dem Tod zurückkehren. Der hat 9 Punkte. Also er kämpft ja viel mit Monstern. So, wäre da, da gibt es auch so eine Karte, die, wo man diesen Monsterviechern so Schaden zufügen kann, ne? Ich weiß nicht mehr, welche das war. Heilt alle deine Kreaturen, also die bringt ja nichts. Die bringt ja auch nichts. Untote bringt auch nichts. Hier Klon und Klon kommt alles raus. Nacht ohne Morgen bringt ja auch nichts. Zerstört ein Feind monsterhaft, das ist schon mal, ja, ganz okay. Entfernt bis zu Strukturbund von einem Artefakt bringt mir auch nichts. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles haben, was wir da so alles mitnehmen können. Also, gucken wir einfach mal alle durch, ne? Was haben wir hier? Nein, da haben wir hier Xenu-Kundschafter, kann betäuben, Papa tauschen. Diese Karte wird wieder ins Spiel gemischt. Den nehmen wir mal mit rein. Jawohl. Kann nicht von Kreaturen geblockt werden. Verhindert den Ballistikschaden. Armageddon-Engel. Ja, ist natürlich ganz gut, wenn er die alle zerstört. Ach, meine Frau. der zerstört ja dann auch meine. Das wäre natürlich nicht doof. Wär doof. Also, wäre doof, ja.
Was haben wir hier? Erhöhe den Feuerschaden, verursacht einen physischen Schaden auf einen Feind. Erhöhe die Wut gegen gegnerische Kreaturen dämonisch, ist ja Quatsch, wir haben ja nicht keine dämonischen dabei, großartig. Kann Angriffen von Dingen ausweichen. Und vor allen Dingen macht die halt sehr schnell was. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir die zweimal mit rein. Verringert den erlittenen physischen Schaden. Lebensziel. Ignoriert Zähigkeit. Kann eine Fähigkeit ausweichen. Heilt eine deiner Kreaturen. Kann nicht von Kreaturen geblockt werden. Heilt eine deiner Kreaturen. Kann einen Angriff von Nichtfliegenden ausweichen. Verringert die Wut eines gegenüberliegenden Feindes um 2. Kann Angriffsschaden ignorieren. Den nehmen wir mal mit rein. Der ist auch schnell aktiv. So, verursacht einen Heiligschaden. Verringert den erlittenen Schaden von dämonischen. Okay, kann bis zu 2 Strukturpunkte entfernen. Verursacht 2 Feuerschaden auf einen Feind. Ausweichen. Kann den Wert eine Fähigkeit Untod um 2 erhöhen. Kann einen Feind verfluchen aus Giftquellen, verursacht 2 Giftschaden auf einen Feind, verursacht 1 Giftschaden auf einen Feind beim Betreten des Spiels. Ja, den nehmen wir auch einmal mit rein. Mal gucken, was haben wir da noch. Hier die Kuh, physischer Schaden, negativen Effekt, verringert den erlittenen Schaden. So, Angriffswirbel erhalten, gegen korrupt, betäubt, verringert die Wut, kann Angriff ausweichen. Verringert den erlittenen Schattenschaden, papa. Verursacht garantierten Schaden gegen Fliegende. Verursacht ein Eisschaden auf alle Feinde. Verursacht ein Eisschaden auf alle Feinde. Die habe ich in meinem anderen Deck noch nicht mit drin, echt? Verursacht ein Eisschaden auf alle Feinde. Wie kommt es, dass die nicht in meinem normalen Deck drin habe? Na gut, dann nehme ich jetzt hier mit rein. Kann eine Fähigkeit ausweichen. Kann Angriffen von nicht fliegenden Kreaturen ausweichen. Nehmen wir das Gespenst auch mal mit rein. So, wie viele Karten habe ich noch? 4 Stück habe ich noch frei. Giftnebel. Kann den Wert von einer deiner Kreaturen monsterhaft erhöhen. Hier ist noch der Gottsgott drin. Betäubt einen Feind. Verursacht 2 Rückkopplungsschaden. Der ist gut, ja. Der hat sich in meinem normalen Deck auch bewährt. So, große Fledermaus-Dämon. Grufthüter. Beschwört einmal die Karte Pestrad. Ich nehme mal mit rein. Wir haben jetzt noch 2. Mal gucken. Rückkopplungsangegriffen wurde, kann nicht von Kreaturen geblockt werden. Angriffsschaden ignorieren. Aber zwei Angriffsschaden, Zähigkeit, verringert den erlittenen Schaden von dämonisch. So, und hier, die haben wir ja schon 4-mal da drin, glaube ich, den Kommodo-Varan. 3-mal drin, na gut. Knochenmauer verursacht einen Rückkopplungsschaden. Ja, so, ne? Dann haben wir jetzt Irrlicht, Rückkopplungsschaden, kann einen Angriff ausweichen, das nehme ich auch mal mit rein. Und jetzt muss ich gucken, ob ich gleich doch wieder was austauschen muss. So, gleich mal schauen, ob ich da noch was tauschen muss. Was haben wir hier? Kann zurückkehren, Mutant, verringert den erlittenen Giftschaden dieser Kreatur um 1. 5 hat er, 1 macht er, Mutiert es etwas, Mutant, wenn diese Karte das Spiel verlässt. Nanobots, Nazul, kann zusätzlichen Angriff erhalten, beschwört einmal die Karte Skelett. So, gut, das hier ist noch ein Fliegender. Da haben wir noch unseren Heiler, unseren Kleinen. Ja, wir haben natürlich jetzt hier nichts drin, was irgendwie heilt. Ne? Gar nichts. Dann nehmen wir den mal raus. Ah, hier ist einer ist drin. Nehmen wir den auch mal rein. So. Was ist das?
Ein Feuerschaden beim Betreten des Spiels. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hier noch für einen Lord haben. Was macht der Lord? Der Lord, der macht Schaden, Schaden auf einen Feind. So, die hier zerstört einen Feind dämonisch, verursacht einen Heiligschaden auf dämonisch. Was haben wir hier mit dem mit 12? Zerstört zwei Waffen oder Rüstung. Beschwört zweimal die Karte, erhöhe die Wut einer deiner Kreaturen, Drachenwesen. Ich habe ja kein Drachenwesen dabei, das ist natürlich doof. So. Bestialisch. Beschwört zweimal die Karte, Pestratte. Halt ein, halt den Lord. Ne, die Karte habe ich hier nicht, die ich hier haben wollte. Die habe ich, glaube ich, nur bei meinem anderen. So, was ist das noch hier? Dämonisch um 1 erhöhen. Bringt eine Kreatur dämonisch aus deinem Deck direkt ins Spiel. Das ist interessant. Halt eine deiner Kreaturen, halt alle deine Kreaturen, 3. Wenn diese Karte das Spiel verlässt, gut. Also wir haben ja 30 von 30, dann speichern wir das mal. Dann gehen wir auf die Startseite. Und wir haben jetzt 45 Punkte, das heißt, wir können mal Guild und Raids da reingehen und können das einmal ausprobieren. Wenn man natürlich das richtige Deck ausgewählt hätte. Das ist natürlich blöd. Ach, das ist jetzt ärgerlich. Habe ich das falsche Deck ausgewählt? Gut. Das heißt, ob dieses Dingens hier funktioniert, ob dieses Deck, was ich mir jetzt gerade gebaut habe, funktioniert, seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos. Weil wenn die Energie alles, ja, kann man nichts machen. Gut. So, bevor meine Frau jetzt die komplette Küche zerstört, gehe ich mal gucken, was da los ist und sage danke, dass er dabei hat. Noch alles kleine Info, ich habe jetzt mein erstes eigenes Android-Spiel gemacht, was im Android-Markt erhältlich ist. Geht einfach mal und schaut nach dem Spiel Lügenmax mit Ü geschrieben und 2x am Ende. Lügenmax, schaut es euch mal an. Ist nichts Tolles, aber da kommt demnächst noch mehr von mir und ich arbeite an Verbesserungen. Ja, ist halt schwierig, wenn man alles selber machen muss. Grafik und Sound und das Ganze zusammenstellen. Klar habe ich da dieses Programm Clickteam Fusion, was mir dabei hilft, das Ganze zusammenzufügen, aber zeichnen muss man schon auch selber. Also die Grafik muss man schon selber machen. Und ja, die Soundeffekte muss man auch selber machen. Also da bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt da was klaue. Nee, das mache ich selber. Dafür habe ich ja auch Programme. Auch wenn es dann nicht so gut wird wie von irgendwelchen Profis und auch mit Sicherheit niemals an Nightbands oder irgendwas in der Art ranreichen wird. Aber wenn ich nachher, wenn 5 Leute oder 10 oder 100 oder vielleicht sogar 1000 Leute sagen, auch ein lustiges Spiel hat mir ein bisschen Spaß gemacht, dann bin ich ja zufrieden. Ja, das reicht mir schon. Gut, also dann danke, dass ihr dabei wart. Lasst mir einen Kommentar da oder einen Daumen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem der nächsten Videos. Aloha!